Hallo, heute sind wir bei den Delfinen. Ja, als wir die Schnabelwale gesehen haben, wussten wir erst gar nicht, was uns erwartet. Wir haben erst einmal auf eine Schildkröte gewartet. Und die Schildkröte sollte auftauchen und kam einfach nicht. Und auf einmal hörte ich ein Ausatmen und drehte mich um und da sah ich Schnabelwale. So, und da ich sofort meine Unterwasserkamera schon griffbereit in der Hand hatte, konnte ich die sofort sozusagen reinstellen und dann sind die Schnabelwale an mir vorbeigeschwommen. Untersucht im Laptop, was das für eine Art war, und konnte die nicht hundertprozentig zuordnen. Deshalb ist diese Fotografie und die Unterwasseraufnahmen sind dann in die Welt gegangen, nach Neuseeland, nach den Bahamas, nach Teneriffa, zu Spezialisten, die sich mit Schnabelwale beschäftigen. Und zum Glück, ein trauriges Glück, ist ein Schnabelwal gestrandet auf der Insel El Hierro, das ist die Nachbarinsel von Teneriffa. Und dann haben die meine Filmaufnahmen genommen und haben die einfach mal verglichen mit dem Wal, der da gestrandet ist. Der natürlich tot war und innerhalb von kürzester Zeit seine Färbung verändert. Deswegen kann man das nicht immer hundertprozentig eins zu eins gleich machen. Ein Tier in der Wildbahn sieht anders aus als dasselbe Tier, was gestrandet ist. Und und diese ganzen Marker, also zum Beispiel die weiße Melone, das ist oben am Kopf, ist so eine weiße Färbung, die war dann gleich. Und noch andere Teile waren gleich. Die haben den komplett vermessen und haben dann gesagt, okay, das müsste wohl der gleiche sein. Und dann haben wir einen DNA-Test gemacht. Von dem toten Wal natürlich. Von meinem Leben natürlich nicht, aber von dem toten Wal. Und da haben die festgestellt, das ist der Thron. Ja, und damit ist der erste Nachweis, dass diese Walart auf offener See identifiziert worden ist. Nach 100 Jahren. Denn 1913 hat ein Herr Frederik True den zum ersten Mal beschrieben. Und 2013 haben wir mit unserer Forschungsexpedition von Mastermind den dann gefunden. Das ist cool. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich über ein Like sehr freuen. Und wenn ihr noch Fragen habt, schreibt sie einfach in die Kommentare. Und damit ihr kein Video mehr verpasst, abonniert einfach den Kanal.